Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um den Konflikt zwischen Capital Bra und Flair. Die Lage zwischen Flair und Capital Bra ist aktuell am Eskalieren. Erst vor einigen Stunden reagierte der Maskulin-Chef mit einem Instagram-Posting auf den harten Diss-Track des EGJ-Signings und erklärte den Song für albern. Dennoch betonte er noch einmal, dass er nie etwas Schlechtes gegen den 24-Jährigen gesagt habe und dass er nicht denselben Fehler wie Bushido machen solle. Auf das Statement hin, dass die Situation eher beruhigen sollte, tickte Capi jedoch völlig aus und verfasste einen Kommentar direkt unter dem Post des 36-Jährigen. Für genauere Details checkt unser letztes Video in der Infokarte ab. In seinem neuesten Video-Statement geht der Goldrapper sogar noch einen Schritt weiter und erklärt, dass der Flair jetzt offiziell f***en will. Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab? Viele Leute schreiben, Capi, warum? Warum disst du ihn? Bist du abgehoben? Hat dich Bushido geschickt? Bist du jetzt hier der irgendwas? Keine Ahnung, was diese Leute reden. Ich hab's gemacht, weil er einmal was gesagt hat, hat sich gehalten. Zweimal hat er es gesagt, er hat mir sein Wort gegeben, hat sich gehalten. Beim dritten Mal fick ich ihn. Ganz einfach. Und ich ficke ihn. Ganz einfach. Ich ficke dich, Flair. Ich ficke dich für das, was du gemacht hast. Du hast mir dein Wort gegeben, du erwähnst keinen mehr von uns, du hast es trotzdem gemacht. Deswegen bist du ein Hund. Du bist ein Hund. Einfach. Verstehst du? Und rede nicht von V-Männern. Du Lutscher, du hast ganz Wedding verraten. Ich kenne alle Jungs von denen. Alle. Ich kenne die. Verstehst du das? Du bist ein Schwanz. Du bist einfach ein Lutscher, deswegen rede nicht so viel. Ich hab nichts gegen Capi, du bist ein Schwanz, bist du. Verstehst du? Rede nicht, weil ich ficke dich. Ich komme alleine, wo du willst. Jetzt sofort, ich fahre los, du Hund. Hast du verstanden? Wie bewertet ihr das Statement von Flair und die Reaktion von Capital Bra? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.